hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Das ist das erste dieses Jahr und es ist auch schon der Teil 1 der Silvesterbestellung. Wie ihr alle wisst, war ja gestern das Röder-Vorschießen und das habe ich gleich genutzt, um ein paar Neuheiten einzukaufen. Ich habe die Kartons jetzt schon aufgemacht, werde das jetzt nacheinander auspacken und wünsche euch viel Spaß dabei. So, kommen wir zum ersten Karton. Nebenbei, ich habe mit drei Leuten bestellt, das ist nicht alles für mich. Ich werde das jetzt trotzdem mal erstmal auspacken, weil es durcheinander gerüstet ist. Wir haben hier den neuen Fire Event Vulkan Expression. Bin mal gespannt, wie der ist. Die Sterne soll ja Lemon-Stern sein, ich glaube, dass der ganz schön ist. Dann hier die Chili Spinner von, oder den Spinner Pack von Leslie. Die sind auch neu dieses Jahr. Einmal Blitztürme von Leslie. Dann dieses Jahr neu die Vipers von Leslie. Ich habe die schon gehört dieses Jahr. Habe sie selber noch nicht getestet und dafür habe ich sie auch gekauft. Dann die guten neuen King Cobra. Bin ja gespannt. Die waren gestern richtig gut auf dem Röder-Vorschießen. Jetzt ärgere ich mich eigentlich schon fast, dass ich nicht so viele genommen habe. Aber 7 Stück schon für einen Kollegen sind. Selber nur 2 genommen. Naja, müssen halt noch welche nachbestellt werden. Ja, mal Thunder Kong Max. Sind auch nicht für mich. Naughty Boy von Leslie. Auch eine Neuheit dieses Jahr. Dann die Moskitos. Die habe ich gestern auch schon gesehen. Die gehen ja richtig heftig ab. Sind sauschnell. Ich denke, dass die, wie ich auch mit Kollegen gestern besprochen habe, dass es die nicht so lange geben wird, bis die ersten Male was passiert damit. Sind schon echt heftig. Wer die von euch getestet hat, weiß es. Hier noch zweimal die JR4 von Jorge. Auch nicht für mich. Und hier dieses Viererpack von den Lucifer-Vulkanen. Die habe ich mir auch nicht bestellt, sondern auch für Kollegen. Ja, dann war es das schon mit dem ersten Karton. Dann nehme ich mir mal den zweiten und wir sehen uns gleich wieder. So, dann hier zum zweiten Karton. Wieder King Cobra. Das sind jetzt sozusagen meine. Eine 2, die ich genommen habe. Dann hier einmal die Crystal Fontänen von Leslie, auch eine Neuheit dieses Jahr. Dann hier die Chili Spinners. Dann die Adrenalin Bomb von Leslie. Auch eine Neuheit dieses Jahr. Ziemlich schwer. 93 Gramm. NEC. Dann sind hier noch 3 oder 4 Venus, soweit ich weiß. Die lasse ich jetzt mal hier im Karton. Eine Super Show 6. Und das hier müsste von Hermann die 14-2 sein. Das ist alles in dem Karton hier nicht für mich, genauso wie die Thundercom. Dann war es das auch schon mit dem Karton, im nächsten sind wieder mehr Kleinsachen. Dann hole ich mir den nächsten wieder und wir sehen uns gleich. So, dann hier zum dritten und zum letzten Karton. Wieder Neuheiten. Diese Vögel hier, die Admiral von Turoat. Ich habe einfach mal alle Neuheiten, die verfügbar waren und die es jetzt dieses Jahr gab, reingepackt für euch zum Testen. Nochmal King Cobra. Dann hier einmal Panda, die Mini-Raketen und hier die Pfiffi. Wieder nicht für mich, da habe ich noch genügend von Hetzen mehr. Space Travel von Vico. Ich hatte ja mal einen Riesenvergleich gemacht zwischen 4 oder 5 Mini-Raketenarten. Und die waren da nicht dabei. Da werde ich dann dieses Jahr nochmal machen mit einem mehr.
Dann hier die Vegas Volcanus von Leslie, auch eine neue dieses Jahr. Habe ich gestern schon gesehen, die sind sehr, sehr gut für Klasse 1. Bin aber gespannt drauf, dann was ihr zu dem Test sagen wird, das wird dann auch in den nächsten Wochen kommen. Dann hier die Animagus Fontäne von Vico. Ja, war eine Neuheit, habe ich einfach bestellt. Ich habe auch nicht nach irgendwelchen Videos gesucht und die dann nicht bestellt, wenn sie nicht gut waren. Ich habe einfach alles in den Warenkorb geschmissen, was neu war. Fühlt sich jetzt schon ein bisschen feucht hier unten an. Ich hoffe mal, dass das was Gescheites ist. Dann hier die Fire Vents Rote Corsan. Zwei Packungen bestellt. Für mich und eine Packung für Kollegen. Die sind ja auch sehr, sehr gut. Zwar nicht so gut wie die King Cobra, aber trotzdem für deutsche Böller total geil. Dann hier die Double Bomber. Das ist ja diese Knallkette, die leider im Herz nichts hat, was knallt. Also da bleibt dann der Rest stehen, aber trotzdem bin mal gespannt. Dann hier, ja, das wird jeder von euch kennen, die Verpackung sind die Cracking Vulkane von Jörgi. Also so eine Verpackung von Jörgi Vulkanen. Dann haben wir hier nochmal den Desert Tank. Er hat ziemlich Feuer, das Teil fällt auch schon mal auseinander. Also da hat man ja sicher richtig Mühe gegeben. Ist zwar aus Plastik, aber auch mit Reifen und allem drum und dran. Und ich meine, ihr müsst zugeben, das Teil ist eigentlich echt riesig. Es war eine Neuheit. Ich habe es bestellt. Ich wollte es nicht wirklich, aber für euch natürlich zum Testen. Ja, bin mal gespannt. Kaufen würde ich mir das Teil nicht nochmal. Dann hier noch zwei solche Strobo Lobo von Blackbox. Mit Stroboskop-Effekt, einmal in Silber und einmal in Rot. Dann hier Dream Team von Leslie. Auch eine Neuheit dieses Jahr. Keine Ahnung, was das genau ist. Ach, das sind so verschiedene Fontänen und Vulkane. Jo. Mal überraschen lassen. Und dann sind hier noch zwei Don't Worry Be Happy. Die hat auch ein Kollege bestellt. Lass ich jetzt auch mal hier drin. Dann baue ich mal das Zeug kurz auf und gehe nochmal kurz drüber. Und dann bis gleich. So, ich habe jetzt alles mal einigermaßen schön hingeschlichtet. Alles ist nicht dabei, die Batterien habe ich weggelassen oder so Kleinzeug, das mir nicht gehört. Ich habe jetzt einfach mal die größten Sachen gleich liegen gelassen oder hingelegt. Fangen wir mal ganz links an. Keine Übersicht. Hier die JF4 von Jorge, sind aber fünf Kollegen. Hier die Vipers von Leslie, sind, die habe ich gekauft. Dann hier einmal das Spinner Pack von Leslie. Also fast alles, was hier von, oder es ist alles, was hier von Leslie dabei ist, sind Neuheiten. Es sind eigentlich alles Neuheiten, was ich gekauft habe. Der Rest, was keine Neuheiten sind, gehört auch nicht mehr. Dann hier die Thundercom Max für einen Kollegen. Hier die Chili Spinners, das sind meine. Die Blitztürme von Leslie. Dann hier einmal die Crystal Fontänen von Leslie. Die Moskitos von Leslie, da werde ich aber nochmal ziemlich viele nachbestellen, bevor es die eventuell nicht mehr gibt. Wie vorhin auch schon gesagt, dann hier das Dream Team von Leslie, Adrenalin Bomb, hier die roten Corsaren von Fire Event, bin richtig gespannt auf den Test. Würde mich auch freuen, wenn ihr in den Kommentaren mir schreibt, wie ihr die findet, wenn ihr sie schon getestet habt oder wenn ihr sie gesehen habt oder was ihr euch davon erhofft. Hier die King Cobra von Fire Event, die Vegas Volcanos, dann hier hinten einmal Strobo Lobo Silber und Rot von Blackbox. Double Bomber von Leslie, dann hier einmal Naughty Boy von Leslie und dahinter dieser Desert Tank, dieses riesengroße Plastikding auch von Leslie, dann hier Animagus Fontäne von Vico und hier die Admiral von PyroArt und hier noch die Space Travel von Vico, die sind die Five und Knallraketen. Ja, das war's jetzt mit Teil 1 von meiner Silvesterbestellung. Der Rest wird in den nächsten Tagen bestellt und dann kurz vor Silvester abgeholt oder im Mitte Dezember irgendwann. Mal gucken, wann Zeit dafür ist. Und ja, dann wünsche ich jetzt noch viel Spaß die nächsten Tage beim Gucken der Neuheiten und beim Testen. Und würde mich über einen Kommentar von euch freuen, wie ihr die Sachen, die Neuheiten findet.
Thank you.